Die Sommerfrische blieb der Ort eines meist eher zurückgenommenen Bade- und Wandertourismus, bis man auf den Gedanken kam, das Wasser zum Abenteuer, zum Adventure zu machen und Gäste zum Kampf gegen die Elemente antreten zu lassen. Canyoning heißt diese Sportart. Sie wurde in Frankreich erfunden und von steirischen Sportlern bald auch im oberen Ennstal eingeführt. Das jüngste Kind jenes Trends, der die Natur zur Riesengaudi erklärt und dabei durchaus mehr oder minder kalkuliertes Risiko in Kauf nimmt. Und diesen Freiraum suchen nicht wenige. 10.000 zahlende Gäste scheucht ein einziges obersteirisches Abenteuerunternehmen jährlich durch verschiedene Schluchten und Höhlen, über Wasserfälle und unvorhergesehene Hindernisse oder im Kajak oder Schlauchboot wilde Flüsse wie Enz und Salza hinab. Für Canyoning braucht man einen Neoprenanzug, Seile und Karabiner, etwas Klettertechnik und die Bereitschaft, den etwas anderen Kick zu suchen. Der Sport ist nicht unbedingt anstrengend, schließlich geht es meistens bergab. Dafür sieht man die Welt auf jeden Fall aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Und darum geht es ja beim Urlaub. Ein bisschen Angst ist schon dabei, muss man sagen. Ich bin bei der Eisenbahn. Ich sitze im Büro. Da brauchst du ein bisschen einen Ausgleich. Aber wenn man es einmal gemacht hat, dann weiß man, dass man es überlebt. Ob das Sinn macht? Für viele ist die Welt offenbar so monoton, dass Adrenalin das einzige Gegenmittel bleibt. Die Gefahr gehört zum Image. Doch die meisten Touristen genießen Schnuppertouren, die sich innerhalb eines Nachmittags am Wochenende durchziehen lassen. Harmlos und doch mit jenem Hauch echten Abenteuers, der im Alltag noch lange nachklingen wird.